764, 766, 768. Geschafft! Wir sind auf dem höchsten Kirchturm der Welt. Über uns 15 Meter Turmspitze und der Himmel. Vor uns das Alpenpanorama an guten Tagen. Unter uns die Stadt und ihre Bürger. Rückblende. Es beginnt 1377 in einer Baugrube. Der Altbürgermeister steigt hinab und leert seinen Geldbeutel. Die Ulmer Bürgerschaft folgt ihm. Kein Fürst, kein Bischof ist dabei. Das Ulmer Münster ist eine Bürgerkirche. Die Stadt ist reich. Das Beste ist gerade gut genug. Und es darf auch etwas größer sein. Hier übernimmt Meister Heinrich Parler gerade den Großauftrag. Glasfenster von Peter Hemmel, Schnitzereien von Jörg Sürlin und Michael Erhardt, Altarbilder von Martin Schaffner und der Schmerzensmann von Hans Mulscher. Spitzenwerke der spätmittelalterlichen Kunst. Die Champions League der gotischen Kirchen. Straßburg, Prag, Köln, Wien, Mailand und Ulm. Bauprojekte mit Langzeitfaktor. Meister Ulrich von Ensingen übernimmt die Leitung und hat einen kühnen Plan. Aus der Hallenkirche wird eine Basilika mit hohem Mittelschiff und einem gigantischen Hauptturm. Erst einmal auf Papier. Die Sensation spricht sich herum. Straßburg wirbt um den Meister. Der Münsterbau zieht sich in die Länge. Probleme mit der Statik müssen gelöst werden. Dann zeichnet Matthäus Böblinger einen neuen Turmriss, der allseits gut ankommt. Die Ulmer Bürger stimmen namentlich ab und werden protestantisch. Der Kaiser ist not amused. Aber Demokratie hat in Ulm nun mal Tradition. Reichen und Armen, ein gemeiner Mann zu sein. Doch plötzlich ist Neuzeit. Amerika wird entdeckt. Die Handelswege ändern sich. Das Textilgeschäft floriert nicht mehr. Für 300 lange Jahre wird der Bau eingestellt. Erst mit der deutschen Romantik erwacht im ganzen Land die Sehnsucht nach dem Mittelalter. Köln und Regensburg gehen voran. Hier zahlt der Kaiser, dort der König. In Ulm ist es vor allem die Bürgerschaft, die ins Portemonnaie greift. Die Strebepfeiler und Fialen an den Längsseiten werden vollendet. Die Wasserspeier, ein halber Zoo. Die beiden Chortürme folgen bis zum Jahre 1870. 1885 wagt man sich an den Hauptturm. Köln hat immerhin 157 Meter vorgelegt. Nach dem mittelalterlichen Böblinger Riss wird der Münsterturm am 31. Mai 1890 vollendet. Seit dieser Zeit ist das Ulmer Münster Europas größte Bürgerkirche. Es hat den höchsten Kirchturm der Welt und einen der schönsten obendrein. Aus allen Himmelsrichtungen grüßt der Münsterturm die Besucher und kündet vom Glauben und Bürgersinn seiner Erbauer, den es zu bewahren gilt. Stein um Stein wird ausgebessert. Detailgetreu. Die Arbeit geht nicht aus. Es wird dauern.
768 Stufen. Wir steigen hinauf, um weit zu blicken. Das bietet uns nur das Ulmer Münster. Die Kirche der Bürger.